Du bist schon Level 53. Ach, ja, weil ich mit Kochen mein eben. Level mache. Du bist Kochen mit 53. Ich habe mich auf Level 53 gekocht. Eieiei. Was ist das hier mit den... Ach, hier kann man Holz sammeln an den Baumstämmen. Okay. Alles klar. Wo? Hier bei den großen Baumstämmen, die hier überall im Moor liegen, kannst du Holz sammeln. Ah, ja. Ach man, ich hab doch schon wieder Hunger. Siehst du, deswegen haben wir noch was gekocht. Ja gut, jetzt ist egal, was ich esse, ne? Ich kann Hirnpilzsuppe essen. Ich kann Ich esse jetzt Cranberry-Auflauf. Alles klar, Todeskrallensteak. Oh, verkohlte Brandbestienleber gibt plus 3 auf Glück. Okay. Cool. Das ist wieder eine Werkstatt. Das ist aber, glaube ich... Wo gehen wir hin jetzt? Zu dem Bunker, zu dem Familienbunker, der hier in Richtung Südost, Ost Südosten, ist. Ja. Jo. Und da, daneben, also im Osten, wird mir wieder eine Werkstatt angezeigt. Im Osten. Lass Simonovic in Ruhe! Pfui. Jetzt macht sie sogar Sport. Ja. Ja, aber ist das nicht die, wo wir gerade waren, diese Dolly Dingsbums Werkstatt? Die dir angezeigt wird? Ah, ja! Meine ganzen Familie sind alle entsetzt, was gerade so abgeht, was wir schon alles beschimpft wurden. Bots von Google, Facebook, alter Schwede, das reicht. Und heute noch das Merkel-Video als Draufgabe. Das Merkel-Video habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass... Was da jetzt... Au! Was ist das? Der ist schon wieder da! Ein rachsüchtiger! Ein rachsüchtiger Mottenmann! Oh mein Gott. Wo ist er denn? Was hier ist denn jetzt? Oh, bist du süß. Irgendwie bist du niedlich. Ich zuck dir nur rum. Der haut immer ab, wenn man ihn hauen will. Ja. Ah. Oh. Au. Joi, okay. Der ist aber übel. Was macht denn der? Der ist unsichtbar. Wo ist er denn? Hä? Ich höre. Hä? Hä? Au, der ist unsichtbar. Oh. Shit. Wie ist das denn? Lass mich einmal hauen wenigstens. Er schreit mich an und dann ist er wieder weg. Der ist ja übel. Ah, das war's. Joi. Löst sich mittendrin auf. Das ist eklig. Das ist ekelhaft. Okay, ich hab aber eine legendäre Metallrüstung. Ich habe einfach alles ganz schnell weggelootet hier. Stufe 50 habe ich ein paar Sachen irgendwie aufgenommen. Schluck mal ein verdünntes Railway. Was ist das denn? Kompensiert, gehärtet und panzerbrechend? Frisst 45er? Oh. Was? Ich weiß nicht, was es ist. Warte, ich nehm's mal eben. Ach, ein Radiumgewehr. Okay. Ist das gut? Oh. Hab ich mir eins gebastelt, oder? Alles gut? Nicht schlecht, alles gut, ich krieg Angst. Hilfe! Hilfe! Mann! Ich mach einen guten Preis. Welches Level? Ich hab schon eins, aber ich hab einen Bauplan gekauft. Stufe 40 ist es. Es macht 41 Schaden. Ich mach einen guten Preis. Simonovic macht mir gerade Angst. Simonovic, ich kann dir einen 50er basteln. Okay. Okay. Ach, so schnell ist es vorbei mit uns, ja? Alles klar.
Brava jetzt hinterherläuft. Alles klar, okay. Also, sagen wir mal eben, das Video habe ich nicht gesehen. Also, hast du eine Waffenwerkbank? Ja, die ist in Mosstown, da kommen wir gerade her. So, akut, jetzt, da? Vielleicht ist im Familienbunker eine Waffenwerkbank. Nein, du holst jetzt dein Camp nicht her. Mach ich sowieso nicht, mein Camp. Beste Position. Wo steht denn dein Camp überhaupt? Ich habe ein paar Designs, die morgens auf T-Shirts online gehen. Das Bot-Thema habe ich auch aufgenommen. Das Video der Merkel habe ich auch noch nicht gesehen, aber wenn die schon alle übergangen ist, kann ich mir vorstellen, dass die dazu. Es ist, Wo? In welch? Ah, sehe schon, ja. Was? Hm? Die beste Position, die es gibt. Ach, hier ist der Bunker. Ganz schön versteckt. Okay, Carstens Familienbunker. Und schwupp ist er rein. Ups. Wahrscheinlich Waffenwerkbank oder sowas. So. Einmal so aufgesogen. Das ist richtig schwupps. Waffenwerkbank. Ich stehe in Lizzie. Okay. Mhm. Waffenwerkbank. Ist ja nichts Neues. Nein. Das ist wirklich nichts Neues. Ich bin das schon gewohnt. Hier ist Johnny. Also ich glaube, ich habe den Bauplan. Nicht, dass ich jetzt was Falsches verspreche. Okay, was ist das? Sind es Radkakerlaken? Ja, es sind Radkakerlaken, alles klar. Hier im Pizza. Sind... Aua! Mal hinter dir, eine leuchtende. Ja. Waffenwerkbank. Ja, jetzt müssten wir eben nach Mosstown zurückgehen. Ich hoffe, ich habe dir nichts Falsches versprochen. Aber ich meine, ich habe den Bauplan gelernt. Die ist aber ziemlich leer hier. Die, Ich habe mir noch nichts ausgeräumt. Der Bunker. Ich habe schon alles geleert. Es geht so schnell. Staubsauger. Ja. Nur der Fegen war schnell. Und der kleine Puppenkinderwagen. Schon wieder alles einsammelt hier, ey. Alter Sack im Schrank. Ja. Okay. Was zur Hölle? Da frage ich mich, was mir lieber wäre: ein alter Sack oder ein alter Sack im Schrank? Ich weiß nicht. Auf die Antwort, meine Kamate. Ich finde die Frage durchaus legitim. Ja, kann man sich fragen, wie man will, ne? Nee, also entweder ja, oder ist zurück. Der unspektakuläre Bunker. Ja, der ist total leergeräumt. Nicht so wie die anderen Bunker bis jetzt. Hust. Nein, ich meine jetzt auch von der Einrichtung ist er leergeräumt. Nicht nur, weil du hier einmal durchgelaufen bist, sondern auch so. So, okay. Der sieht ziemlich zerstört und ja, geplündert aus halt. Also das war ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir sind ja ziemlich schnell hinter dir gewesen. Also so schnell kannst du das auch nicht alles machen hier. Ja, es ist auf jeden Fall ein nerviges Thema, sagen wir es mal so. Ne? Also die Sachen, die man jetzt so liest, gerade von bestimmten Politikern, finde ich sehr, sehr schade. Weil das zeigt ja nur, wie sehr man übergangen wird als demokratischer Bürger, sage ich mal so. Ich kann das niemals umsetzen. Niemals. Ja, das Problem ist, die sind dann so engstirnig und, wie heißt das so schön, dickkopfert, dass die das jetzt erst recht durchsetzen wollen, damit sie Recht behalten. Das ist das Problem. Richtig, ja. Na, also ja. Das ist das große Ding und es tut weh, in einer Demokratie so wenig gehört zu werden. Ich meine, natürlich gibt es immer eine Gruppe von Menschen, die auf irgendetwas, die etwas durchdrücken wollen, aber das ist doch mal wieder das beste Beispiel, wie wenig man ernst genommen wird. Ja. Schön, dann so einen Aufgang. Jetzt habe ich da noch was. Warte, in die Richtung. Abgeschütztes Flugzeug ist noch. Achso, das ist. Ja, dann würde ich oder sagen. Wolltest du nach Osten zu Daya Chemical?
ich würde sagen, das Flugzeug zuerst und dann in die Richtung, ne? Okay. Da Chemical und dann ist da noch der andere Bunker. Ich glaube, da hatten wir sogar eine Quest in Raleigh Clays Bunker. Genau, ja. Gut, dann Flugzeug. Flugzeug. Okay. Ich will endlich mit der Waffe hier mal schießen. Ich will wissen, warum Simonovic so wild da drauf ist. Ja, schieße mal. Nein, ich verschwende doch jetzt nicht die wertvolle Muni. Der muss ja nicht dauerfeuern, aber ein Schuss. Ja. Dann siehst du es. Na, ich will wissen, wie viel Schaden die macht. Das heißt, ich muss ein Opfer finden. Ich hab schon wieder Durst, ey. Ich sammle schon wieder was ein zum. Ich muss leveln. Okay. Naja. Wenn du irgendwie gezogen werden musst oder so, sag Bescheid, ne? Rechtzeitig. Ja, ja. Ich höre einen Offizier. Na, nur nachdem ich die Power-Rüstung anhabe, möchte ich nicht die ganze Zeit sprinten. Ach, hier sind die Würgepflanzenschoten, die kann man ja auch ernten, hier von den... Echt? Ja, cool. Von den an den Bäumen. Da gibt es einen Schoten dran. Oh, das ist ein Flugzeug. Ja. Zu dem waren wir ja unterwegs. Und bin ich wieder vorgeraten. Ups. Yay! Level 44! Abgeschütztes Flugzeug. Ich höre die immer nur. Ich höre die nur sterben gerade. Und hier fliegen mir gerade Kugeln um die Ohren. Ja, die fangen wir nicht mal an. Da gehe ich ganz fest von aus. Wenn die anfangen, müssen die sterben. Oh, die Einzelteile von dem Flugzeug, wie das hier verteilt ist. Ach, da liegt hier der Offizier. Da ist der Offizier. Ja, das sind wieder alles getrennte. Die ist leer bei mir, die Holzkiste, okay. Hm. Ja, das heißt doch nicht, dass bei uns alles leer ist, oder? Wenn du hier mal durchrennst, echt? Oh Gott. Sag ja, mit mir spülen, das ist gefährlich. Es bleibt nichts übrig für die anderen. Aber das Schneidbrett hast du nicht mitgenommen. Was? Ah! Oh! Granate! Granate! Ah! Was ist denn hier los? Okay. Das war lustig. Horizon. Horizon Airlines, alles klar. Warte mal, da gab's noch. War doch noch ein zweites Teil. Das ist noch eine Hütte. Ne? Aber da war jetzt auch nichts zu finden, irgendwie wegen der Geschichte oder sowas, ne? Nein, ich schau gerade beim zweiten Teil von dem Flugzeug, aber. Das auch. Das wäre nicht ich. Nee, das ist verdorbenes Fleisch, das heißt, er wurde platziert. Ist hier was Größeres, ein größerer Gegner oder sowas? Hoffen wir es nicht. Weil oftmals werden die dann ja hier so platziert, wenn hier was Großes ist. Ja. Was Großes ist. Oh. Was könnte denn hier sein? Okay. Alles mögliche. Ja, Todeskralle. Aha. Ja, aber die steppt doch nicht in eine Hütte. Ich meine, wohnt die in der Hütte? Obwohl, wenn Todeskrallen fahrende Händler werden können, dann können sie vielleicht eben auch in der Hütte eben wohnen. Wer weiß. Eben. Okay. Interessant. Also die fahrende Händler Todeskralle war schon sehr eigenartig. Mhm. Was ist das? Da gucke ich direkt drauf zu. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir aber erstmal wieder schräg nach oben zu Dire Chemical und zu dem Bunker, ne? Bevor wir jetzt hier nach unten weiterlaufen, weil hier sind ja noch dieses Haus und dieses Loch. Ja. Was immer das auch sein mag. Ich habe doch noch
auch noch irgendeinen Marker. Bei dem Loch. Bei dem Loch hast du Marker? Westlich von dem Loch. Ich ja. Hab nichts. Okay. Das ist Loch, genau. Das ist Loch, ja. Und wenn ich drauf schaue, ungefähr hier ist der Marker auf dem Kompass. Okay. Bei mir. Weiß ja, ich meine, wir könnten ja sonst erstmal eben hier oben nach Diachemical gehen. Mhm. Und dann nehmen wir noch Raleigh Clays Bunker mit und dann können wir ja wieder zurück in die Richtung gehen, bevor wir das jetzt gar nicht mehr mitnehmen. Ja. Gut, das heißt, das ist, glaube ich, das irgendwie. Na ja, mal. Voraus. Grafikfehler. Joi. Ich schau gar nicht hin. Was ist das? Kupferader. Na gut, Kupferbohr jetzt echt. Rachsüchtiger Mottenmann schon wieder. Was ist denn mit denen los hier? Was ist denn heute mit denen? Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe Ewigkeiten darauf gewartet, dass der Mottenmann herkommt und dann. Bei uns! Schrei mich nicht an, blödes Vieh. Okay. Oh wow. Er stirbt schon wieder sehr. Dramatisch, ja. Dramatisch, ja. Ballistische Faser, das ist richtig gut. Kann man, glaube ich, immer gut für Rüstung brauchen. Denen habe ich zweimal Stück, wenn du welche brauchst. Mach mir da jetzt eine Markierung, können sonst glaube ich immer. Simonovic hat von allem seiner Strecke. Das ist großartig. Wie macht man das mit so einem begrenzten Platz, verdammt? Das ist ein Geheimnis. Magie verrät sein Geheimnis nicht. Ah, okay, du zauberst das weg. Was Merkel begründet Unterstützung für Upload-Filter damit, dass analoge Regeln auch in der digitalen Welt gelten müssen. Was? Welcher analoge Infrastrukturanbieter muss denn heute automatische Vorzensur betreiben, Frau Merkel, die Post? Ja, also. Das Lustige ist ja, das Urheberrecht gilt ja im Internet schon. Ich bin nicht froh, dass irgendwas also, geworden. Urheberrecht gibt es in Österreich ja genauso. Ist ja kein deutsches Problem, aber es ist so lächerlich. Ja, weil, das ist, eigentlich ist es für nichts gut. Wenn man bedenkt, wie weit sich das als Sachen, Content auch verbreitet, was ja auch teilweise oder oftmals gewünscht wird. Und diesen Content-ID-Schutz, den gibt es nun mal schon. Also es ist so müßig. Vor allem, wenn man sich dann so einen Mist sagen lassen muss, wie, dass nur Bots die ganzen E-Mails schreiben. Ich meine, ich habe so viele E-Mails geschrieben und keine Ahnung was. Das ist so. Boah. Ja, das ist einfach. Das hat mich am Wochenende schon genervt. Ich habe ja auch erst am Wochenende nicht gestreamt. Also irgendwie. Das ging mir so auf. Gegen alles eigentlich. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, Simovic rennt da durch und. Ah, hier ist ein Orient. Okay. Ich räume mich auf. Mann! Katzi! Orient ist es auch weg. Okay. Ah! Was schießt denn hier noch? Oben, Bots. Ah, das sind Bots! Hallo? Ja. Hier schießen Bots auf uns. Bots. Kann das mal einmal dem Voss erzählen? Oder nee, wer war das nochmal? Wer war das nochmal? Der von, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ist der auch Schulze oder sowas, ich glaube. Ich kann jetzt auch nichts Falsches zitieren oder sagen. Fusionszellen, verdammt. Lassen Sie sich keine Kleine haben. Der führerischen Stimme nicht täuschen. Ich bin eine Tötungsmaschine. Oh, Tötungsmaschine? Ja, das sind die Robohirne. Die so reden. Okay. Aufseher-Terminal. Ich kann was hacken.
Oh, ich hab's gleich beim ersten Wort richtig geraten. Okay, verdammt. Das Gelände strahlend rein ausgewählt irgendwo haben. Irgendwo ist doch hier... Lass mich doch in Ruhe. Bist denn du? Dritter Befehl. Sie haben dreimal eine Zeit, um sich vorzubereiten. Okay. Was? Wo bist du? Blöder Roboter. Hören Sie gut zu, Sie kleiner Drecksack. Sie gehören vielleicht nicht der Regierung an, aber Ihr kleines Unternehmen befindet sich zufällig mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Freiheit, die Sie genießen, um Ihr Unternehmen zu leiten und Geld zu verdienen, nun, das können Sie nur dank Leuten. Simonovic? Jawohl. Du solltest dich vielleicht heilen? Oh, ja, ich glaube auch. Anschauliche Fotos. Oh, Erpressung. Ich dachte, du wärst tot. Deswegen, das ist Simonovic. Strahlen rein, 3 Monaten entgegen. Alles klar. Was, ob das Hotel in Tokio mal geknarrt hat? Das weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Das war ziemlich hoch, auf jeden Fall. Cheat, okay. Chemische Kombinationsprüfung. Auf Twitter, alles klar. Was ist das? Fügen Sie die Chemikalien ein, um... Ach, siehste, kommt laut Kanzler Kurz und Vize Strache auch in Österreich, nicht nur in Deutschland und Frankreich. Ja. Aber ich kann ja nichts einfügen. Fügen Sie die Chemikalien ein, um eine Auswahl zu treffen. Ich habe Knopf gedrückt. Wo soll ich das denn einführen? Aua! Aua! Was ist denn da los hier unten? Hör auf, um mich zu schießen, Idiot! Aua! Da oben ist auch noch einer, alles klar. Sagst du mal. Ach, komm schon. Verdammt, aua. Wenn sich jemand mit Simon anlegt, kriegt gleich Simon noch. Ja, viel hat er nicht mehr. Nee. Also, aber die hauen einen echt ganz schön runter oder schießen einen ganz schön runter. Mhm. So, was ist jetzt hier los? Das sind unangenehm. Kollegen. Aber das ist keine Quest, ne? Oder habt ihr eine Quest jetzt hier gekriegt? Nein. Aber es ist GMP. Ja, dann? Ich hab die ganze Zeit keine Quest von diesem. Ja, du rennst ja auch nur mit uns als Bodyguard. Deine Quest ist es, uns zu beschützen. Jawohl. Das darfst du nicht so sagen. Ich spreche doch nur die Wahrheit. Seine Quest ist es, uns zu beschützen. Was gibt's denn Schöneres? Ich. Als sich um 2 Frauen zu kümmern. Oh, ja, oh. Da wären wir schon wieder bei einem Thema, was ich jetzt nicht näher kommentieren möchte. Ich habe ein Präzisionsschützen-Plasmagewehr und ein Gleisgewehr. Möchte irgendjemand? Nein. Okay. Dann würde ich die beiden jetzt kaputt machen. Ist eine Waffenwerkbank? Nee, ist eine Laborstation. Ich verwerte nur. Waffenwerkbank. Oh Mann, es tut mir so leid. Das möchte ich nicht gerne hergeben, aber das Sturmgewehr. Obwohl, das war besser. Was war das denn jetzt gerade? Au! Braucht man Major Gatsby, okay. War das eine nette Aufforderung, mal einen Platz zu machen? Hier ist ein Porter Diner übrigens, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das im Rusty Pick des Öfteren probiert, wenn ich farmen war. Und ich habe es nie geschafft. Ja, es hat eben auch nicht funktioniert. Es ist abgerutscht. Es ist aufglitscht, sozusagen. Es buggt. Es buggt. Das Simonovic randet. Bei dem funktioniert es. Oh, es ist schon wieder nicht. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Das haben sie jetzt mit dem Patch haben sie jetzt reingemacht. Es gibt keine perfekt erhaltenen Kuchen mehr. Oh, hier ist ein Chemikalienschutzanzug. Aua!
Was? Hallo! Da oben, Gatzi. Noch ein Colonel Gatzi und noch ein Aua! Au! Was willst du jetzt von mir? Au, ich, Madel? Könnte mich jemand zurückholen? Wo bist du? 20 Sekunden. Oh Gott, ich laufe. Warum bist du denn da ganz hinten ohne uns? Vorsicht, da ist ein Gatzi, ein Colonel Gatzi. Hä? Madel, wie bist du da hingekommen? Ja, durch die Tür. Ach. Danke, Simonovic. Der ist tot. Mission voll erfolgreich ausgeführt. Dankeschön. Questfortschritt. Da ist nichts mehr. Okay. Heute ist wohl mein Ach Mensch, ist doch noch, hier ist noch einer. Ich höre ihn doch. Wo ist er denn? Wie reden die denn mit uns? Jawohl, durch die Wand geprügelt. Bei mir durchs Fenster geflogen. Ja, bei mir auch. Hier sind überall Chemikalienschutzanzüge, die kann man auch gut verkaufen. Ja, aber sie sind schwer. Ich glaube, die haben 4 Gewicht pro. Okay, Stationssteuerungsterminal, alles klar. Was kann man hier machen? Ja, ich hab. Da ist ein Stickstofflager. Schadstoffaustritt in der Kanalisation. Ich konnte hier Stickstoff nehmen. Okay, das ist doch nur für Dünger, oder? Stickstoff? Ich weiß es nicht, das hat ein Questzeichen. Oh, okay. Simonovic? Ich stehe jetzt auf dem Schrank. Strahlenwagen? Da sind 3 drinnen. Warte. Ah! Stimmt! Ich geh schon. Hat, nur der Eigentümer dieser Quest kann das aufsammeln. Probier das andere. Nee, ich konnte einen Stickstoff konnte ich einsammeln. Genau. Aber dieses Doppelte nicht. Er ist wahrscheinlich noch für Simonovic. Ah, wahrscheinlich, ja. Das dritte Dings drin. Okay. Wiegt, glaube ich, nichts. Das ist immer gut. Kann ich damit noch mehr von insofern einsammeln. Kann man das locker einsammeln. Oh. Hier. Mit dem Schrank. Okay, das Knarren kommt. Ja, also ich denke mir mal, also mehrfach täglich hast du in Tokio Erdbeben. Die meisten werden eben halt nicht, spürt man eben halt nicht, ne? Und ich hatte ständig das Gefühl, dass das ganze Hochhaus, also das Hotel, dann, dem wir waren, schwankt. Also, das war ja sowieso nicht meins. War da nicht irgendwas von wegen, solange bis man den Gegner mit der Krone tötet, wie spawnen die immer wieder? Aber hatten doch da einen mit der Krone, oder? Ich weiß es eben nicht. So einen kleinen König. Hatten wir einen mit Krone? Ich glaube ja. Ich glaube 2 sogar. Okay. Ja, ich glaube hier ist aber sonst nichts weiter, dann können wir theoretisch weitergehen. Wo waren die Laborwerkbank? Bei mir. Gut, weil ich hätte jetzt nicht sagen können, wo. Ah. Das ist so verwirrend, oder? Das sieht alles gleich aus. Ah, ja. Ich kann doch wieder nicht. Moment, ich muss jetzt wieder auf Rüstung raus. Oh, ich hab Hunger oder Durst. Bei manchen geht's, bei manchen. Simonovic! Schrot. Ich habe beides, Hunger und Durst. Dann esse ich doch eine Hirnpilzsuppe. Trinke ich die mal eben weg. Ja, ist eigentlich ein bisschen Verschwendung, das Essen und das Trinken, aber. Tatosaft. Kann auch nochmal eben reinhauen.